Hallo ihr Lieben, es ist Freitag, der 10. August und es ist kurz vor 4:30 und ich habe jetzt endlich Urlaub. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie happy ich bin, dass ich jetzt endlich Urlaub habe. Die Hochzeit ist jetzt knapp eine Woche her, also morgen ist es eine Woche und ich muss jetzt die Woche noch arbeiten und ich hatte sowas von keinen Bock. Also, nervig ohne Ende. Ich sage euch, heiratet ihr jemals in eurem Leben, seht zu, dass ihr danach die Woche frei habt, weil ihr habt einfach keine Lust zu arbeiten. Zumal, wenn der Ehemann zu Hause sitzt und schon frei hat. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt endlich Urlaub für 10 Tage und ich freue mich. Ich bin so happy. Endlich kann ich ausschlafen, soweit das der Hund zulässt. Und ja, ich habe Post bekommen, Buchpost. Und die wollte ich mit euch zusammen auspacken. Also ich weiß, was da drin ist, weil ich gesehen habe, von wem es ist. Und ja, ich dachte mir, ich sage euch mal kurz Hallo und sage euch mal, was so die Woche hier so war und was ich gelesen habe und was ich aktuell lese und gebe euch mal so ein kurzes Update. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt hier ein Weekly Reading wird oder ein richtiger Vlog, weil ich ja jetzt Urlaub habe. Und ich hatte ja mal zu euch gesagt, wenn ich Urlaub habe und was erlebe, dann vlogge ich. Aber ich denke mal, ich werde das so machen, dass ich die nächste Woche vlogge bis Sonntag. Und dann danach die Woche werde ich einen richtigen Vlog machen, so einen My-Week-Vlog, weil da fahren wir nämlich weg. Also die erste Urlaubswoche, die ich habe, die bin ich zu Hause. Da wollen wir immer nur so mal einen Tag irgendwo hinfahren und mal so Tagesausflüge machen, wenn wir Bock haben und das Wetter passt. Und dann in der zweiten Urlaubswoche fahren wir Montag nach Leipzig, Dienstag dann weiter nach Dresden. Dort bleiben wir dann bis Donnerstagnachmittag und fahren dann Donnerstagnachmittag wieder heim. So, das ist aktuell der Plan. Ja, was habe ich denn gelesen die Woche? Ich habe gelesen, ich weiß gar nicht mehr, ich habe euch vor Ewigkeiten, glaube ich, ein Update gegeben. Ich habe gelesen One Dream von Lauren Blakely, auf jeden Fall fertig. Hat mir super gut gefallen, super süße, niedliche Geschichte. Und wer die Big Rock-Reihe von ihr kennt, sage ich jetzt mal, ich weiß da nicht, wie die Reihenbezeichnung ist, aber auf jeden Fall Big Rock und Mr. O., der wird einige Charaktere in One Dream wiedersehen, weil das gehört schon alles irgendwie zusammen, auch wenn das eine andere Reihe ist und das finde ich mega cool. Und ja, also One Dream hat mir sehr gut gefallen, war eine zuckersüße, niedliche Geschichte, so für einen echt schönen Lesenachmittag, weil das Buch ist ja nicht sättig. Dann habe ich gelesen den vierten Teil von Diamonds for Love. Leute, allein der Prolog, ich war verzaubert, ich war hin und weg und es war einfach so niedlich. Und Max ist ganz, ganz toll und Emilia ist eine absolut super sympathische Protagonistin und es war wieder einfach ein Traum. Also Diamonds for Love, ich liebe diese Reihe, weil es ist einfach mal eine Reihe, wo nicht übermäßig viel Drama passiert, sondern ganz normale alltägliche Sachen und das mag ich so. Und Max war ganz toll und Emilia war toll und alles war toll. Und ja, Diamonds for Love habe ich gelesen. Dann habe ich angefangen mit dem neuen Buch von Rose Bloom, Second Chance. Das gefällt mir bisher auch ganz gut, da sind wir jetzt bei 30%. Ich lese das wieder mit der lieben Sina zusammen. Und ja, das Buch kommt Ende August, ist raus. Das Cover kann ich euch ja mal einblenden, weil das hat Rose inzwischen veröffentlicht. Und ja, da bin ich auch schon sehr gespannt, wie das Ganze weitergeht. Gefällt mir bisher auch gut. Und dann aktuell lese ich gerade noch Queen and Blood von Amy Harmon. Ich habe da gestern mal angefangen, bin jetzt auf Seite 63 und ja, werde da heute auf jeden Fall weiterlesen. Ich freue mich da auch schon mega drauf, da weiterzulesen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich bin super in diese Welt wieder reingekommen und Kjell war mir sofort wieder sympathisch und ich habe vorne gesehen, dass hier nochmal so die Aussprache der Namen drin war und da erinnere ich mich, dass das beim ersten Teil auch war und ich so, ja, stimmt, das ist so cool, weil man da nicht überlegen muss, wie man was ausspricht, sondern es hier einfach drin steht und das ist so toll. Und dann ist hier vorne auch wieder eine Karte drin von Jeru und auch das finde ich mega cool und ich habe einen total komischen Ausschnitt. Ich habe bestimmt voll den kleinen Kopf und voll den riesen Körper, aber egal. Ja, auf jeden Fall lese ich gerade Queen in Blood, wie gesagt, habe ich angefangen. Habe ich noch nicht viel gelesen. Gefällt mir aber bisher auch wirklich gut. Und ja, wenn ich mit Queen and Blood fertig bin, werde ich mich dann Superior, dem zweiten Teil, widmen. Ich hatte gestern überlegt, welches von den beiden Büchern ich als nächstes lese und habe mich dafür entschieden, das dünnere zu nehmen und habe dann Queen and Blood gelesen, weil es 20 Seiten weniger hatte. Und ja, also aber danach ist der zweite Teil von Superior dran. Morgen will ich drehen. Ich muss dringend drehen. Ich habe nichts mehr, was ich irgendwie schneiden könnte in irgendeiner Art und Weise. Deswegen muss ich morgen ganz dringend drehen. Ich habe hier auch noch Rezi-Exemplare liegen, die darauf warten, abgedreht zu werden und hochgeladen zu werden. Und das wäre One Dream, Twisted Love, Diamonds for Love 4,
Redwood Love, das habe ich inzwischen ja auch schon gelesen, das will ich auch abdrehen, weil wenn ich das erst im September drehe, ist das zu lange her, wie ich das gelesen habe und dann vergesse ich das wieder alles, was ich darüber erzählen möchte. Und deswegen will ich das morgen auch noch mitdrehen, dann will ich Neuzugänge auf jeden Fall drehen, vielleicht noch meinen Lesemonat und die Neuerscheinungen. Also ich habe auf jeden Fall, was das Drehen betrifft, sehr gut zu tun, dass ihr auch mal wieder ein paar Videos bekommt. Ich habe ja gesagt, im August nehme ich mich noch so ein bisschen raus, aber die Rezensionsexemplare müssen ja trotzdem abgedreht werden und ich sag mal weg. Ich möchte ja die auch für mich abhaken und der Verlag wartet ja auch auf die Rezension. Deswegen werde ich das morgen drehen und dann werdet ihr wahrscheinlich nächste Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeden Tag eine Rezension kriegen zu eins von den Büchern. Und ja, ich habe auch mir in den letzten Wochen schon Gedanken gemacht, wie das hier so ein bisschen weitergeht. Und ich werde wahrscheinlich nicht mehr jedes Buch rezensieren, was ich lese. Also die Rezensionsexemplare, klar. Aber die Bücher, die jetzt meine sind, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, weiterhin zu jedem Buch ein Video zu drehen oder halt auch zwei Bücher zusammenzupacken und dort ein Video zu drehen. Ihr könnt mir eure Meinung gerne mal unten reinschreiben, ob ihr die letzten zwei Videos, ob ihr sie weiterhin sehen wollt, ob ich wirklich zu jedem Buch eine Rezension machen soll oder nicht. Weil ich habe einfach das Gefühl, es ist teilweise schon ein bisschen viel. Also ich weiß, dass ihr das guckt, ne? Ich sehe ja die Aufrufzahlen auf diese Videos und da sind das schon so an die 400 und das finde ich schon sehr, sehr viel für diese Videos, für Rezensionen. Und ja, für mich ist aber die Frage, wollt ihr das sehen? Interessiert euch das? Oder sagt ihr, nee, wenn du dazu Rezensionsexemplaren ein Video machst, reicht das? Oder sagt ihr, wir möchten gerne weiterhin zu jedem Buch so oder zwei zusammengefasst halten Video? Das wäre mal für mich noch interessant zu wissen. Dann habe ich mir noch überlegt, wie gesagt, dass ich bei den Rezensionen in Zukunft alles Einzelvideos mache, es sei denn, ich habe zwei Bücher von einem Verlag, die ich zusammen rezensieren kann. Oder halt, wie jetzt bei Superior, dass ich den ersten und den zweiten Teil zusammen rezensieren kann. Aber ansonsten werde ich dazu nur noch Einzelvideos machen. Das hat einen bestimmten Grund. Ich möchte dann ab September da auch was noch zusätzlich machen zu diesen Büchern. Und da muss ich mir aber nochmal Gedanken kurz machen, ob ich das so umsetzen kann und ob ich das so darf, einfach, ob ich das so machen darf. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas da dagegen spricht, aber da möchte ich mir halt gerne noch zwei, drei Gedanken vorher drüber machen und das auch mal ausprobieren, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, deswegen werde ich dann bei den Rezensionen in Zukunft noch Einzelvideos machen, wie gesagt. Und ich weiß nicht, ob ich die letzten zwei, ob ich das weiterhin mit jedem Buch machen möchte oder ob ich dann wirklich das nur noch zu den Rezensionsexemplaren mache. Ich weiß es nicht, denn ich habe gemerkt, dass wenn die Quantität steigt, die Qualität einfach leidet. Und ich habe für mich den Anspruch, ich möchte wieder ein bisschen mehr Qualität in die Videos bringen als Quantität. Und das heißt, dann mache ich halt keine drei Videos die Woche, sondern halt vielleicht nur noch zwei oder eins. Je nachdem, wie ich Zeit habe auch. Aber dafür ist es dann ein schönes Video, wo ich nicht so gehetzt alles runterrattern muss, weil ich halt an dem Tag 5 Videos drehen muss, weil ich sonst keine Zeit habe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist ja auch mal so ein bisschen so ein Stressfaktor. Und ja, deswegen möchte ich mir da einfach nochmal so 2, 3 Gedanken drüber machen, wie das jetzt hier so weitergeht. Und jetzt rede ich schon wieder 10 Minuten, verdammte Hacke. Das sollte gar nicht so lang werden. Aber ihr mögt ja lange Videos, also von daher, shit happens. Ja, auf jeden Fall mache ich mir da immer noch so meine 2, 3 Gedanken darüber. Und jetzt würde ich aber sagen, mein Handy klingelt. Moment. So, jetzt hat das Handy geklingelt, wo ich gerade auspacken wollte. Ich wollte mit euch dieses Buch hier auspacken. Und es gibt zu diesem Paket eine Geschichte. Und zwar habe ich vor einiger Zeit auf Instagram gesehen, dass es ein Gewinnspiel gibt. Und ich habe einfach gedacht, ach komm, probier doch einfach mal bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Und ja, es ging dort um ein Buch, was ich im Prinzip schon habe. Und was ich auch schon zu Hause habe und was ich auch schon gelesen habe. Aber ich habe von dieser Reihe, die es betrifft, nur den ersten Teil. Und ich wollte mir auf jeden Fall den zweiten in der neuen Auflage, die jetzt rauskommt, kaufen. Bei einigen von euch dürfte es vielleicht schon Klick gemacht haben, was ich meine. Und ja, auf jeden Fall wollte ich mir den zweiten Teil dann kaufen und dann halt den dritten und vierten auch kaufen. Und ich habe mir dann halt gesagt, wenn ich die Reihe wirklich komplett gelesen habe und mir gefällt sie super gut, dann kaufe ich mir halt den ersten Teil noch. Auf jeden Fall gab es jetzt dieses Gewinnspiel zu besagtem ersten Teil in der Neuauflage. Und ich dachte mir, ach Susi, komm, mach doch bei dem Gewinnspiel einfach mal mit. Vielleicht hast du Glück und gewinnst den ersten Teil und dann musst du ihn dir nicht kaufen. Und ja, was soll ich sagen? Ich hatte Glück und ich habe gewonnen. Und ich habe nicht nur den ersten Teil gewonnen, sondern ich habe das Abo gewonnen für die komplette Reihe. Das heißt, ich werde jetzt alle 4 Teile dieser Reihe
zugeschickt bekommen und ich finde das so mega. Ich freue mich da auch immer noch drüber. Ich bin hier im Dreieck gesprungen an dem Tag, wo ich das gesehen habe. Deswegen habe ich mich mega gefreut, als ich gesehen habe, dass ich dieses Reihen-Abo gewonnen habe. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was es für eine Reihe ist. Und ich bin schon so gespannt auf das Buch. Ich werde es auf jeden Fall auch jetzt nochmal mitlesen. Und ich habe dieses Abo bei Lovely Books gewonnen und Lovely Books veranstaltet ja auch immer Leserunden und da werde ich auf jeden Fall mitmachen. Ich fand die Geschichte damals, wo ich die gelesen habe, was noch gar nicht so lange her ist, nur ein paar Monate, wo ich den ersten Tag gelesen habe, fand ich ihn mega genial und deswegen werde ich dieses Buch auf jeden Fall jetzt nochmal mitlesen. Denn es sind Bonusszenen in dieser Neuauflage mit drin, die im anderen noch nicht drin waren und deswegen, ja, werde ich da auf jeden Fall nochmal mitmachen und die Leserunde auch nochmal mitmachen und ich freue mich da schon mega drauf und jetzt zeige ich euch erstmal das Buch. Tada! Es ist vollendet von Neil Schusterman. Ich bin so happy, Leute. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass ich gewonnen habe. Das ist so krass. Ich liebe Neil Schusterman, sei es der erste und der zweite Teil. Ich liebe, liebe, liebe ihn und ich bin gerade total hell irgendwie. Ich bin so glücklich und ich danke Lovely Books einfach dafür, für die Verlosung. Und das ist so krass, ne? Also, Wahnsinn! Auf jeden Fall bin ich total happy, dass ich dieses Buch bekommen habe. Ich finde das Cover so wunderschön. Ich zeige es euch nochmal in groß. Scharf? Ja, genau. Ich finde dieses Cover einfach mega. Es sieht so cool aus und... die anderen Cover sind bestimmt genauso cool und ich freue mich und ich werde dieses Buch jetzt einfach nochmal mitlesen. Auch wie gesagt, wenn ich es erst vor gar nicht allzu langer Zeit gelesen habe, aber die Geschichte war einfach so gut und nächsten Monat oder übernächsten Monat kommt ja dann auch schon der zweite Teil raus und deswegen bin ich da sehr, sehr glücklich drüber, dass ich das gewonnen habe und ich freue mich so und... Oh mein Gott, I'm so happy. Ansonsten erwarte ich immer noch zwei Rezensionsexemplare, die irgendwie nicht auftauchen. Das eine hätte eigentlich Ende Juli schon bei mir ankommen müssen. Da habe ich aber gesehen, dass der Erscheinungstermin jetzt auf Ende August verschoben wurde. Und zwar war das auf immer gefangen. Da weiß ich, habe ich aber auch keine Info vom Verlag bekommen, warum, wieso, weshalb das Ganze verschoben wurde. Auf jeden Fall, wie gesagt, wurde auf immer gefangen verschoben auf den 31. August. Deswegen ich jetzt davon ausgehe, dass ich dieses Buch auch erst Ende August erhalten werde, was absolut nicht in meine Leseplanung passt, weil ich im September sehr viele Rezi-Exemplare kriege, die ich lesen möchte. Und ja, mal gucken. Aber ich kriege das schon alles unter. Und dann warte ich gerade noch auf Dark Palace. 10 Jahre musst du opfern. Das sollte eigentlich auch schon seit ein paar Tagen hier sein. Aber irgendwie kommt das auch noch nicht bei mir an. Mal gucken. Wird schon irgendwann alles hier eintrollern. Und wenn, dann lese ich halt in nächster Zeit nur noch Rezi-Exemplare. Aber man kriegt die ja auch schnell weggelesen. Vor allem, ich habe jetzt Urlaub. Und da habe ich viel Zeit. Na gut, nicht jetzt, wenn wir nach Dresden fahren und so, aber die erste Woche habe ich auf jeden Fall Zeit zu lesen. Und ja, ich bin einfach glücklich gerade, dass ich frei habe, dass ich das Buch gewonnen habe. Und ich will jetzt auf euch zukommen, das sind schon 20 Minuten. Oh mein Gott, ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Also dieses Weekly Reading wird wieder extrem lang und ich verspreche euch, die nächsten Einträge werden wieder kürzer und da werde ich euch nur kurz erzählen, was ich gelesen habe. Ich dachte mir, ich melde mich auch mal. Es ist Montag in meiner ersten Urlaubswoche und ich hatte ja gesagt, dass ich die erste Urlaubswoche ein bisschen vloggen will und ein Weekly Reading machen will. Und ja, ich dachte mir, ich melde mich jetzt einfach mal bei euch. Es ist Montagabend und ich wollte euch ein kurzes Update geben. Ich habe gelesen Queen and Blood. Ich bin ungefähr etwas über die Hälfte auf Seite 210. Also das Stück hier habe ich noch und dieses Buch hat mich gerade gekillt, ey. So eine dramatische Wendung und so was Doofes, was da gerade passiert ist. Aber ich habe gerade so mit Kiel mitgelitten und er tat mir gerade einfach nur so leid und das war alles so doof und ja, also ich habe jetzt noch ein halbes Buch in der Hoffnung, dass am Ende alles wieder gut wird und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Bisher gefällt mir Queen and Blood auf jeden Fall richtig gut. Ich mag die Geschichte, ich mag die Charaktere, ich mag den Verlauf, ich mag die Welt immer noch sehr gern. Die mochte ich ja bei Bird und Sword oder whatever, wie das jetzt ausgesprochen wird, ja auch schon sehr. Und ja, bisher mag ich das Buch und ich bin mal gespannt, ob die Autorin das für mich alles noch drehen kann, dass ich dann mit dem Ende auch happy bin. Ich hoffe es sehr, aber sie hat es ja im ersten Teil auch gemacht, also... Hoffen wir mal das Beste, ja. Das habe ich gelesen. Dann habe ich das Buch von Rose Bloom fertig gelesen. Ich glaube, das habe ich euch noch nicht erzählt. Das ist ja Second Chance. Ich blende es euch hier mal ein. Dieses Buch kommt Ende August raus. Ich kann noch nicht so viel zu dem Buch sagen, als er noch nicht erschienen ist. Oder vielleicht ist es auch schon erschienen, wenn dieses Video online geht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat mir das Buch soweit ganz gut gefallen. Süße, niedliche Liebesgeschichte und mehr dann dazu in meinem Video.
Ja, das war es auch schon vom Lesen. Mehr ist in den letzten Tagen lesetechnisch nicht passiert. Und was geht denn hier mit meinem Babyflaum ab? Kennt ihr das? Habt ihr auch lange Haare und habt ihr immer hier so Babyhaare, die einfach nicht lang werden und wachsen und die stehen dann hier immer in alle Richtungen ab? Ja, ansonsten war mein Wochenende ein bisschen anstrengend, jetzt nicht, aber ich hatte irgendwie nie Ruhe. Also es war irgendwie jeden Tag immer irgendwas los und irgendwas war immer und ich bin nie so zur Ruhe gekommen und konnte einfach mal mich hinsetzen und so, einfach mal entspannen und lesen und ja, das habe ich dann heute, wie gesagt, gemacht. Tata, habe heute gelesen. Dann habe ich heute auch noch Post bekommen, die wollte ich natürlich mit euch zusammen noch auspacken und ja, ich denke, ich weiß bei beiden, was drin ist und ich habe das erste Paket schon mal soweit aufgemacht, damit ich jetzt hier nicht rumwurscheln muss und ja, da ist genau das Buch drin, was ich gedacht habe, nämlich Never Let You Go von Monica Murphy. Das ist der zweite Teil zu Never Loved Before. Hier bin ich schon sehr gespannt, wie es weitergeht. Und oh mein Gott, dieses Buch glänzt. Guckt euch mal, wie das glänzt. Das schimmert so. Ist das krass. Ja, ich war ja vom... Ich fand ja den ersten Teil wirklich gut. Der hat mir gut gefallen, obwohl er auch so ein bisschen von der Thematik her eigentlich so ein bisschen krass war und eigentlich sowas ja nicht meins. Ich fand den ersten Teil ja wirklich cool, aber ich fand der vom ersten Teil das Ende ein bisschen unlogisch. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie es hier mit Katie und ihrem Retter weitergeht. Und ja, ich werde euch dann natürlich berichten, wie es mir gefallen hat, wenn ich es gelesen habe. Ich werde das Buch auf jeden Fall lesen, wenn ich mit dem hier fertig bin. Oder ich lese es zusammen parallel. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf Never Let You Go. Und ich bin gespannt, was hier noch passiert. Ich denke, hier wird noch einiger krasser Scheiß passieren und ja, schauen wir mal. Ja, das war Buch Nummer 1, was ich bekommen habe und ich freue mich da so mega. Und das zweite Buch, hi, Schatzi steht in der Tür. Ja, weil der Hund rein will und dann soll ich. Hund will rein, trinkt aber noch. Okay. Komm rein jetzt. Ja, komm rein, Baby. Hi, mein Schatz. Packen wir jetzt mal das zweite Buch aus. Und das ist... Tada, ihr seht es nicht so rum. Dark Palace, 10 Jahre musst du opfern von Vic James. Ah, ich freue mich. Ich freue mich schon sehr auf dieses Buch und es ist jetzt auch bei mir angekommen. Die ganzen anderen Blogger hatten es letzte Woche alle schon und irgendwie hat es bei mir länger gedauert, keine Ahnung. Und ja, ich freue mich aber auf jeden Fall auch auf das Buch, das will ich dann auch ganz, ganz bald mitlesen. Und ihr seht meine Kamera als Reflexion im... Das ist ja lustig. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Ich mache mal die Folie ab. Ich glaube, da seht ihr es vielleicht ein bisschen besser, weil es dann nicht so reflektiert. Das ist doof. Immer wenn ich mir die Fingernägel schneide, denke ich mir, warum tut ihr das? Dann hat man immer nicht mehr so... Das ist immer so doof ohne Fingernägel. So, warte mal. Ich gucke mal hier rein. Und dann haben wir es hier. Tada! Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und ja, hoffe, dass sie mir gefällt und ich finde, es klingt auf jeden Fall nach einer Susi-Geschichte. Es ist so, ich weiß noch nicht, ob es dystopisch, ob ein Fantasy-Richtung ist, ich habe keine Ahnung, aber ich finde das Cover auf jeden Fall cool. Und ja, wenn ich es gelesen habe, werde ich euch auf jeden Fall auch berichten, wie es mir gefallen hat. In diesem Buch geht es ja darum, dass jeder, der nicht zum magischen Adel gehört, also scheint es ja Urban Fantasy zu sein, 10 Jahre Sklavenarbeit ableisten muss. Und das entweder im Palast oder in der Fabrik oder wo auch immer er dann eingeteilt wird. Und die Familie von Luke entscheidet sich dazu, die 10 Jahre gemeinsam durchzustehen. Und sie hoffen halt alle, dass sie zusammen in eine Anstellung kommen als Sklave. Und das klappt soweit auch, außer Luke. Luke wird in die Fabrikstadt Milmore gebracht und die Arbeit dort ist besonders hart. Und seine Schwester und die Eltern sind am Hof, werden die eingesetzt. Und dort sind sie den Machtspielen und eiskalten Intrigen der Elite ausgesetzt. Und dann steht hier vor allem der junge adlige Cylon, oder Cylon, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht, verfolgt mit seinen ungeheuerlichen magischen Fähigkeiten eigene Ziele. Und Lukes Schwester Abby verliert ihr Herz an den Falschen. Ich finde, es klingt so gut und ja, ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Und ich werde euch berichten, wie mir das Buch gefallen hat. Und ja, ich freue mich auf diese beiden Bücher sehr und werde sie dann ganz, ganz bald mitlesen. Und ja, werde euch dann sagen, wie ich es fand. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich glaube, ich melde mich dann so in 2 Tagen nochmal, wenn ich vielleicht wieder ein bisschen was gelesen habe. Vielleicht komme ich ja heute Abend noch dazu, hier noch so ein bisschen weiter zu lesen. Ich würde so gelangt, vielleicht noch so 50 Seiten lesen. Dann könnte ich morgen in Ruhe den Rest lesen und dann
ja, schauen wir mal, wie das so klappt. Und ja, ansonsten halte ich jetzt meine Klappe. Es sind schon wieder 8 Minuten. Boah, es tut mir leid. Das wird ein sehr, sehr langes Video. Ja, ansonsten halte ich jetzt meine Klappe. Und ich würde sagen, bis später. Also ich später, ihr gleich. Und ich habe mit Schrecken festgestellt, dass es 21 Uhr schon stockenfinster ist bei uns. Man merkt, der Sommer neigt sich dem Ende. Tata. Ich find's blöd, aber was willst du machen? Kannst du machen, nix, musst du leben mit. Ja, ich wollte mich nur mal ganz kurz melden, denn ich habe 2 Bücher beendet. Nämlich zum einen Queen and Blood von Amy Harmon. Das ist ja der 2. Teil zu Bird and Sword oder Sword oder Sword oder... Ach, ist mir jetzt egal, wie man das ausspricht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich muss sagen, dass mir das Buch mega gut gefallen hat. Das Buch baut sich auf und baut sich auf und baut sich auf. Und so bei der Hälfte, boom, knallt das ganze Gerüst in sich zusammen. Und du denkst dir nur so, what the fuck? Ist ihr bitte los? Und man leidet so mit den Charakteren. Oh, ich habe so mit Kiel mitgelitten und auch mit Sascha. Und es tat mir alles so leid, was die da so durchgemacht haben. Und dann, was da am Ende noch alles rausgekommen ist, das war auch echt mega krass. Also ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den 2. Teil mega gut und kann euch dieses Büchlein wirklich nur empfehlen, wenn ihr gern High Fantasy lest. Ihr müsst den 1. Teil jetzt nicht zwingend gelesen haben, um den 2. zu verstehen. Um das Ganze zu komplementieren, wäre es natürlich schon praktisch, aber ihr müsst den 1. Teil jetzt nicht zwingend gelesen haben. Ja, dieses Buch habe ich einmal beendet. Das habe ich gestern beendet. Gestern? Habe ich das gestern beendet oder... Nee, vorgestern habe ich das schon beendet. Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich schon wieder unscharf. Meine Kamera mag mich mal wieder nicht. Immer wenn ich vom Bücherregal stehe, stellt die mich nicht richtig scharf. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall habe ich dann noch gelesen Never Let You Go von Monica Murphy. Das ist ja der 2. Teil zu Never Lost Before. Und nachher muss ich sagen, dass mir das Buch mega gut gefallen hat. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich habe es auch in 2 Tagen gelesen. Und es war einfach so gut. Ich würde bald sagen, dass mir der 2. Teil noch besser gefallen hat wie der 1. Denn ich fand die Entwicklung, die die Charaktere hier im 2. Teil gemacht haben, mega gut. Ich konnte das ganze Drama, was sich hier aufgebaut hat, mega gut verstehen. Und auch das Ende hat mir richtig gut gefallen. Da ging es nochmal richtig rund und da ist nochmal mega viel passiert. Und da war nochmal Dramatik und Spannung und Action pur. Und es war einfach richtig, richtig toll. Und ja, diese Reihe ist immer noch relativ schockierend aufgrund dessen, was der Protagonistin passiert ist. Also man darf bei diesem Buch wirklich nicht extrem empfindlich sein. Ich bin ja auch so ein empfindlicher Mensch, wenn es um das Thema Entführung, Vergewaltigung und all sowas geht. Aber ich finde, für mich war es noch im Rahmen. Es war jetzt nicht extrem krass, da dieses Thema Gott sei Dank nicht so ausführlich beschrieben wurde, sondern es wurde halt thematisiert. Man hat drüber gesprochen, aber man hat jetzt nicht jedes 2. Kapitel detailliert gelesen, was mit der Protagonistin passiert ist. Das ist, glaube ich, in jedem Buch 1 bis 2 Mal angerissen worden und man hat so ein Kapitel gelesen, was passiert ist. Aber mehr auch nicht. Und das war für mich noch mehr als vertretbar. Und ich bin schon wieder unscharf. Tata. Egal. Ja, auf jeden Fall Never Let You Go habe ich gleich gelesen. Und es war einfach nur so gut. Und es hat mir richtig gut gefallen. Und ja, mehr dann dazu auch in meinem Video. Wo lege ich es jetzt hin? Ich lege es jetzt einfach mal hier hoch, weil es kommt in das andere Regal. Ich muss mal die Hand wechseln. Ach so. Ja, auf jeden Fall ist jetzt die Frage, was lese ich als nächstes? Ich denke mal, ich werde als nächstes den 2. Teil von Superior lesen. Ganz einfach, dass ich dann da auf aktuellem Stand bin, dass ich das quasi für mich auch erstmal so abhaken kann. Und danach werde ich Dark Palace lesen. Ich glaube, so mache ich das, aber heute garantiert nicht mehr, denn ich habe heute mal einen lesefreien Tag gemacht. Wir waren ja heute unterwegs. Ich habe ein bisschen gefilmt von unterwegs, wo wir dann in Eisenach waren, habe ich nicht mehr so viel gefilmt.
Aber ja, war schön heute. Wir waren heute, wie gesagt, in Eisenach, waren nochmal bei dem Konditor, wo wir uns Hochzeitstorte bestellt haben und haben dort nochmal Kuchen eingekauft und haben halt dort nochmal kurz gequatscht, dass mit der Torte alles okay war und alles schön war. Und wie gesagt, sind wir noch so ein Rundchen durch die Stadt gebummelt und ja, dann sind wir auch wieder heimgefahren, nachdem wir noch einen Kaffee getrunken haben. Und ja, jetzt ist es abends und ich werde jetzt rüber zu meinem Männle gehen. Und mal gucken, was wir heute Abend noch so veranstalten. Ich denke mal nicht viel, wahrscheinlich irgendeinen Film gucken oder so. Und dann ist morgen auch schon Freitag und meine erste Urlaubswoche ist quasi rum. Tata. Und ich muss sagen, ich fühle mich noch nicht wirklich erholt. Kennt ihr das, wenn ihr Urlaub habt und irgendwie erholt ihr euch nicht richtig, weil ihr das Gefühl habt, jeden Tag irgendwas anderes zu machen, was euch stresst? So geht es mir im Moment. Und das nervt. Naja, mal gucken. Mal gucken, was morgen auf dem Plan steht. Vielleicht schaffe ich es ja morgen mal, mich irgendwie zu erholen. Ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ich will es nicht wieder so lang machen. Und ich würde sagen, wir hören uns später nochmal, vielleicht so am Sonntag. Dann gebe ich euch nochmal so ein abschließendes Update für die Woche. Und dann ist das Thema mit dem Weekly Reading auch schon wieder durch. Und nächste Woche wollte ich ja richtig vloggen. Und ja, mein Akku blinkt. Ich würde sagen, bis dann. Hallo ihr Lieben, mir fiel gerade noch mit Schrecken ein. Ich müsste ja mein Weekly Reading noch beenden, bevor ich mit einem Vlog anfange. Es gibt eigentlich bei mir auch nicht viel zu berichten. Ich habe in den letzten Tagen nicht wirklich gelesen. Ich lese momentan ein Buch Test und da lese ich jeden Tag immer so 3 Kapitel ungefähr. Das lese ich zum einen, da kann ich euch aber nichts weiter drüber sagen. Ansonsten habe ich mit dem zweiten Teil von Superior angefangen. Da habe ich so ungefähr die ersten 100 Seiten gelesen, weil da bin ich dann noch nicht gekommen. Und ja, ich werde in den nächsten Tagen auch nicht zum Lesen kommen, weil wir heute nach Leipzig fahren und morgen fahren wir dann weiter nach Dresden und dort bleiben wir dann bis Donnerstag und dann fahren wir wieder nach Hause. Und ja, das ist so unser Plan für die Woche, deswegen habe ich gedacht, ich vlogge vielleicht ein bisschen für euch, also zeige euch ein paar kleine Eindrücke so von der Woche. Mal gucken, was da am Ende dabei rauskommt, ob es sich lohnt, einen Vlog zu machen da draus. Und ja, mehr gibt es jetzt an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, zum Lesen bin ich nicht viel gekommen. Die ersten 100 Seiten von Superior 2 waren bisher ganz interessant. Und mehr kann ich eigentlich auch nicht sagen. Ich glaube, ich habe in den letzten Abschnitten mehr als genug erzählt. Und ja, ich würde sagen, ich bedanke mich wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut.